Da bin ich wieder. Hallihallo. So, dann wollen wir mal. Wir wollen den Narwal haben. Aber die blöden Piratenjäger gehen immer noch weiter auf den Senkel. Das ist schlecht. Aber wir ignorieren die einfach so gut es geht. Im Notfall zerlegen wir die halt. Hä? Wieso ist der jetzt erhöht worden? Naja. Kriegsgefangenenschiff brauchen wir nicht mehr, danke. Haben wir schon erledigt. Wir machen nur noch das, was wir brauchen. Und in dem Fall ist es ein Narwal harponieren. Echt jetzt? Ja, hab ich nicht mal gesehen. Schade. Das ist ja witzig. Dort drüben! Da ist er ja! Das sieht schon cool aus. Ja, mit so einem Horn, Alter. Achtung! Der wird uns Kiel holen, Männer! Ne. Das war nix. Der hätte doch treffen sollen. Hey! Jetzt dann aber, ne? Jetzt will das wissen. Die freche Nuss da. Der hält schon was aus, Alter. Okay, links oder rechts? Oder doch geradeaus? Ah, da. Voila! Bist du schnell! Junge, 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 Junge. Und wir haben wieder Geld auf der Bank. Sehr schön. 24.000. Alter, wenn der dich aufspießt, dann ist bei Feierabend, ne? Wie schnell der vor allem ist. Ah komm, mit dem Fetzelchen da leben oder was? Na los, komm her. Wo bist du? Komm bitte nicht von rechts, da wäre es unfair. Da bin ich im Nachteil. Okay. Ja! Ein zähes Bürschchen! Wow, Alter. Ja, das darfst du nicht ins Auge kriegen. Ja, Bekanntheitsgrad zurückgesetzt, sehr schön. Na komm her. Geh drauf hin. Ha? Ist das ein bisschen verwirrt gerade, ne? Na komm. Pack. Na, hä? Nee, will ich gar nicht. Na, wo ist er? Zeig dich. Da. Und 3, 2, 1. Jetzt. Erledigt. Wunderbar. Den Narwal gepflegt. Einhorntöter! Einen Narwal harponieren. Erledigt. Alter, ist das ein Ding! Die Natur ist schon krass. Alle Sorten von Meerestieren harponieren und erledigen. Jo. Did that, done that. Moment. Gut, dann ab zu unserem nächsten Ziel. Harbor Deep. Ja, von diesen Narwalen, brauchen wir noch den einen oder anderen für die Anfertigungsgeschichten. Jetzt ist halt die Frage, wie soll ich es am besten handeln? Soll ich die Tiere einmal mit euch zusammen erlegen und dann die restlichen x-tausend Materialien off-stream farmen? Oder wollen wir alles on-stream machen? Schreibt es gerne rein. Also, mir ist es gleich. Auf der einen Seite verstehe ich, ist halt nicht so spannend, immer wieder die gleichen Viecher zu erlegen. Mit Respawn, runtergehen, killen, Respawn, runtergehen, killen und so weiter. Auf der anderen Seite
gehört es dann natürlich dazu. Aber, weiß ich nicht, sagt's ihr mir. Mir ist das wurscht. Wir haben ja noch Zeit, bis das soweit ist. Im Endeffekt kann ich es so machen, im Endeffekt kann ich es anders machen. Mir ist beides recht. So, Schwimmschei. So, perfekt. Hier gibt es eine Renovierung. Cool. Okay, wir haben hier am Start Polarhasen, Polarwölfe und Polarfüchse. Die komplette Polarpalette. Not bad. So, dann haben wir hier noch einen Schatz, den ich schon gefunden habe. Das höre ich gerne. Und dann müsste ich sogar gleich auf der richtigen Insel sein. Jo, perfekt. Irgendwo hier. Jo, da ist er. Gefunden. Ja, und ein paar andere Sachen. Gut, wieder eine Templar-Reliquie. Okay. Dann gehen wir als erstes Aussichtspunkt. Da lang. So, was auch immer hier schon wieder Soldaten verloren haben oder sonstiges. Das ist eine fucking Insel, Alter. Geht nach Hause. Ich muss da rein, aber nee. Musste ich tatsächlich nicht. Hä? Wo zur Hölle? Da oben wahrscheinlich, ne? Von der Mauer da entlang. Okay, ich vermute mal, wie ich hin muss. Okay, wir kaufen erstmal dieses schöne Ding. Was wir haben, das haben wir. So. Erledigt. Einkünfte gestiegen auf 13.169 Pfund. Pfund. Nicht Pfund. Da war gerade die Mischung aus Englisch und Deutsch. Aus Pound und Pfund. Wurde Pfund. So. Rauchdarm. Weiter geht's. Nee, das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Schade. Sehr, sehr schade. Hä? Ist irgendwie doof oder so? Mach jetzt, was ich will. Jetzt hör auf, mit dem Baum zu knutschen und geh da hoch. Ey, Gott, ey. Ah, weiter oben. Aber kann ich hier hoch? Jo, in der Tat. Okay. Ah, da ist ein Wolf oder sowas. Jetzt mach doch die Kiste auf, mein Gott. Habe ich nicht noch einen Polarwolf gebraucht für irgendwas? Ja. Jetzt habe ich ihn ja so oder so. Gut. Ja, da wollt ihr mich haben. Okay. I understand. Und drauf auf die Olga. Und los geht's. So. Und sinken. Sünken den guten Schinken. Gut. Wo ist denn das Schwert und die Kiste? Ich nehme mal an, alles unten, ne? Jo.
Da unten. Gut, Schwert gefunden. So ist richtig. Die Kiste wird eine Etage tiefer sein, nehme ich an. Wunderbar. Gut, und bleibt nur noch das da oben. Jetzt geh doch da hoch. Mein Gott, echt jetzt? Jetzt muss ich den weiten Weg außen rum machen. Oh Gott. Gut, den weiten Weg. You know what I mean, ne? Man hätte es auch einfacher machen können. Moment, da hinten war doch... Na, scheiße, jetzt bin ich nicht... Ne. Nehme so ein Ruderboot. Ja, schwimme ich jetzt nicht zurück. So, Ruderboot, ahoi. Damit sind mein Harbor-Dieb fertig. Wunderbar. Jetzt gehen wir nach da unten, holen die Truhe. Da unten gibt es allerdings noch einen vergrabenen Schatz. Aber die Karte gibt es in River Valley. Das heißt, wir können da noch gar nicht hin. Aber das macht nichts. Müssen wir halt irgendwann nochmal hinsegeln. Aber liegt eh auf dem Weg zur nächsten Location. Von daher ist es nur halb so schlimm. Das müsste die vorletzte Location sein. Als eigenständiger Name, sage ich mal. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei hier Fragmente, die noch mitten im Meer irgendwo rumliegen. Aber sonst sind wir hier fast fertig. Boah. Und dann geht's weiter mit der Story. Endlich mal, Mann. Und irgendwann blüht uns das ganze Spaß nochmal in River Valley. Aber hey, so sind die Spiele halt aufgebaut. Da bin ich nicht ich schuld, da könnt ihr euch bei Ubisoft beschweren. Ich bin unschuldig, diese. Ja. Na komm, lass mich abhaken. Wunderbar. Gut. Und hopp. Hier. Wunderbar. Holz ist Gold. Holz ist gut. Holz ist wunderschön. So, irgendwo hier müsste so ein Kanu sein. Da. Gut, dann nehmen wir die hier mit. Pass auf, wir steuern hier an. Nehmen die mit, porten uns zurück. Wobei macht eigentlich keinen Sinn. Nee, pass auf, wir gehen nach Lubusport und dann machen wir das und das und dann fahren wir nach dahinter. Zu der Saphire und dann sind wir hier durch. Dann fehlen uns nur die Höhlen. Die drei, die hier nicht fertig abgestempelt sind. Weil wir da die Granaten brauchen. Und vielleicht kriegen wir die heute noch freigeschaltet. In der Story und können dann vielleicht das nochmal nachholen gehen. Oh, warte mal. Ich sehe gerade, das ist mit einem Lager. Ja, 200 Holz. Ich würde dann... Ne, pass auf, mach mal anders. Weil wir kriegen jetzt sehr, sehr viel Stoff und Zeugs daraus. Ne, machen es anders. Wir gehen nochmal zurück nach New York. Investieren in die Renovierungen. Damit wir einfach Platz schaffen im Inventar. Das heißt, wir docken hier mal kurz an. Und machen doch, wie ich das gesagt habe, erstmal.
Docken erstmal kurz hier an, schalten das Ding frei. Okay, wir docken nicht an. Andocken, habe ich gesagt. Docken hier kurz an, schalten es frei und holen die Animus-Fragmente. Genau, weil das sind hier Außenposten. So, das reicht, glaube ich. Und ich will nicht, dass das umsonst ist, was wir hier machen. Das heißt, wir gehen erst unsere Materialien reinvestieren in New York. Weil ich will New York fertig haben. Das Schiff ist soweit gut ausgerüstet. Da fehlen zwar noch ein paar Sachen, aber das meiste ist eh noch gesperrt. Durch Dinger. Oh Gott. Nimm's mit. Jawohl. Genau, 14 von 15 unkartiert und du bist der letzte Unkartierte. Und dann porte ich mich nämlich von hier gleich weg. Oder wir machen es noch besser. Wir fahren von dem letzten Fragment, was da vorne ist, zu dem anderen Schiff, zu dem anderen Ding. Zu dem hier, looten den leer, weil da ist nix. Und dann porten wir uns zurück und dann porten wir uns hier hin und dann sind wir fertig. So. So sparen wir uns ein bisschen Rumfahrerei. Weil sonst müsste ich wieder von dem einen Punkt den ganzen Weg dahinter schwimmen. Und das ist der Schwachsinn. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich versuche jetzt hier gerade so viel wie möglich Zeit zu sparen. Mit sinnlosen Rumgefahren und dem ganzen Zeug. Irgendwann wollen wir ja fertig werden mit dem Projekt. Es warten noch viele, viele andere Projekte auf uns. Unter anderem Unity danach noch Syndicate, danach noch das Chronicles heißt es, glaube ich. Und dann geht es ja sowieso ab in die Riesenviecher Origins, Odyssey und Valhalla. Und da werden wir sowieso so lange beschäftigt sein mit den letzten dreien. Das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Da die 100% und die Platin rauszudingsen. Plus die DLCs dürft ihr auch nicht vergessen. Die spielen da ja auch noch mit. Wie gesagt, ich will ja alles haben. Jo, Alex, oder ich habe ja auch nicht gefragt. Genau, so, dann sind wir hier durch. Upsala. Komme ich hier raus? Glaube nicht. Wo bin ich denn? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Wer kennt's? Desmond, der Mondbär. So. Wer es nicht kennt, ist entweder zu jung oder allgemein Bildungslücke. So. gut. Da haben wir. Und jetzt das hier. So, drehen, Männer. Und los geht's. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt ein bisschen Story weitermachen, wir die neuen Missionen hier mit der Flotte freischalten, dass sie die parallel mitmachen können. Ohne, dass die uns irgendwie extra Zeit kostet. Das wäre richtig Optimus. Fahre ich so richtig? Muss ich das drumherum fahren? Jo. Okay. Und rein da. Niemand weiß, was ihr widerfahren ist. Ja, die wird halt auf Eis gestoßen sein. Ist doch einfach. So. Doch Simon. Und rein in die Olga. Wrack daheim ist Saphir. Hier drüben für Sammelobjekte ein Aussichtspunkt und ein Missionsgegenstand sowie Eisbären vorhanden. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Also, das abhaken.
Das sind die unnötigen Sachen. Den Eisbären kann ich auch abhaken. Okay. Ja, ich würde sagen, zuerst den Ausguck machen und dann den Rest. Weil ich sonst mich hier nicht einordnen kann. Und ich meine, der führt uns ja eigentlich quasi direkt schon dahin. Wo will er? Ach du Scheiße. Okay, nee, so direkt dann doch nicht. Okay, ich glaube, wir sollten so rum. Ja, ja. Es gibt hier Sachen. So die ein oder andere. Ah, guck an. Die Templerkreuze. Da ist eine Templerrüstung drin. Sammeln Sie alle Reliquien an, um Ihren geheimen Ort zu finden und die legendäre Templerrüstung zu entdecken. Ja, entdeckt habe ich sie ja, aber ich habe sie noch nicht aufgesammelt. Mir fehlt noch das Zeug. Okay. Na gut, dann schauen wir hier erstmal weiter. Wir haben hier eine Schatzkarte. Wo führst du uns hin? Waren wir da schon? Da waren wir schon und das ist gut. Dann können wir das aufholen. Sehr schön. Gut. Machen wir dann im Anschluss. Wo ist das Ding? Aha. Nee. Da runter. Perfekt. Gut, haben wir gemacht. Dann haben wir hier da. Da unten. Na komm, plündern. Wunderbar. Und gleich den Bauplan hier mitnehmen. Der ist oben. Wie komme ich da am besten hoch, ist die Frage. Naja. Ah ja, hier, das schaut doch nach einem Plan aus. So. Ja, damit. Exzellente Schwere irgendwas. Ich habe es nicht zu Ende lesen können, leider. So nicht. Warte mal. Ich will nicht unbedingt hier alles von neu klettern müssen. So. Und jetzt rauf da. Und rauf hier. Einmal rüber. Und hopp. Und so. Jetzt sind wir hier oben. Und zünden. Gut, dann können wir den Fragment auch gleich abhaken und dann gibt es noch ein paar Sachen hier zu holen. So, rein da. So, fliegt das Shanty weg, wenn ich die Truhe haben will? Bestimmt, das heißt, wir nehmen zuerst das Shanty. Bleib stehen. Perfekt. So, und die Truhe. Chuck und Chuck. Gut. Ich denke, wenn wir hier weiter jumpen, kommen wir auch zu dem Templerkreuz. Ja, doch. Alles gut. Templerkreuz. Hier. Wunderbar, nur noch 7 von den guten Dingern. Und dann haben wir hier noch eine Kiste. Und da ist der Eisbär. Okay, also bis jetzt muss ich sagen, von den Locations der Eisbären her, war der eine der erste der beste. Manny! Guten Abend! Hi! Gut soweit tatsächlich. Wir sind hier fast fertig mit dem Nordatlantik. Fehlt nur noch eine Stelle.
wo wir noch hin müssen, nach der hier. Und dann geht's mit der Story weiter. Bis wir Granaten haben, das ist das Ziel. Wenn wir Granaten haben, dann können wir hier den komplett abschließen. Ja, sehe ich auch so. Wie geht's dir? Erzähl mal. So, also, wie gesagt, hier sind wir jetzt fertig. Da müssen wir noch hin. Aber wir gehen erstmal kurz einmal nach New York und geben Geld aus. So, und zwar fangen wir doch hier unten mal an. Und los. Weil der letzte Ort ist so ein Lagerhausort und wir haben volles Inventar. Das wäre jetzt umsonst, wenn ich das machen würde, ohne das davor auszugeben. Deswegen ist der Plan, wir geben erstmal ein bisschen was aus. Und holen dann wieder was nach. So. Und fertig. Gut. Wunderschön. Wunderschöne Wassermelonen. Gut, dann machen wir hier. Oh ja, auch. Auch. Soweit ganz gut. Gestern wollte ich eigentlich ausstreamen. Was passiert? Mein Capture Card kippt einen Geist auf. Hat nichts funktioniert. Naja, stimmt so eigentlich auch nicht. Das Ding ist, auf meinem Bildschirm hat das Ding übertragen, aber auf dem PC nicht. Und der PC hat immer gesagt, irgendwie USB-Fehler, USB-Fehler, geht nichts, ist kaputt oder was auch immer. Ich habe alles getan, was ich im Internet finden konnte. Es hat nichts geholfen. Und ja, da muss eine neue Capture Card her. Und ja, deswegen konnte ich gestern nicht streamen, obwohl ich es wollte. Das war sehr ärgerlich. Und ja, jetzt habe ich heute ein bisschen früher angefangen, um einfach so ein bisschen wenigstens der Zeit rauszuholen, was gestern verloren gegangen ist. Naja. Und das ist eigentlich so das Spektakulärste, was passiert ist aktuell. Und ja. Jetzt sind wir hier. Mal schauen, wie lange die neue durchhält. Ich hoffe lange. Klopf auf Holz. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Ja, laber mir nicht voll. Mach einfach. Gut, so, was fehlt uns hier noch? Uns fehlt noch das Zeug und noch 1, 2, 3, 4, wenn ich das richtig sehe. Wie viel Zeug haben wir noch? Boah, ein bisschen Holz haben wir noch. Passt. Vielleicht kriegen wir ja New York komplett renoviert. Das wäre optimal. Dann hätten wir das auch endlich fertig. Ja, und auf jeden Fall, so ist es. Das hat mich gestern sehr, sehr, sehr geärgert, muss ich dir zu Recht sagen. Ich wollt gerade auf Streamen drücken, ne, und dann sehe ich, oh, Übertragung geht nicht. Und dann war die Laune erstmal unten. Echt nervig. Naja, gegen technisches Versagen kann man sich leider nicht versichern, was das angeht. Ich sag mal so, war jetzt zum Glück keine teure Capture Card oder so, aber ist trotzdem ärgerlich. Ich meine, es ist jetzt auch keine teure geworden, muss ich zugeben. Was habe ich jetzt zahlt? 35 Euro oder was? Für die neue. Aber gut, die Elgato kannst du dir auch nicht leisten. Die kostet irgendwie mit 200 irgendwas und noch teurer. Vergiss es. Ja, das stimmt. Wie ist denn die Qualität eigentlich? Ist es bemerkbar? Hat sich was geändert? Weil die soll eigentlich besser sein als die alte. Ihr wollt uns beim Aufbau dieser schönen Stadt helfen? Ich sag mal so, jetzt, wo ich jetzt rumprobiert habe, hat mich jetzt nicht direkt den Unterschied gesehen. Na gut, du wirst heutzutage noch einen Unterschied großartig sehen. Das ist halt auch so eine Sache.
So, gehen wir dahin. Oh, schöne Musik. Die könnte ruhig immer im Hintergrund spielen, finde ich. So, wo ist es denn jetzt? Komm. Dass da kein Flugpunkt nebendran ist, ist nervig. Die alte Schüssel da muss man reparieren oder was? Mein Gott. Was soll an dem Haus so toll sein? Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Na, von mir aus hier. 87, oh, und wir haben nicht mehr genug Stoff. Ja, super. Mann, ist das nervig. Warte mal, wie viel Stoff haben wir denn überhaupt noch? 45, was können wir uns davon noch leisten? Können wir uns das leisten? 50, nein. Und das? 130 und das? 100, cool, GG. Ja gut, dann ist es jetzt so. Dann schaue ich mal, ob ich von dem Restzeug mir noch fürs Schiff irgendwas aneignen kann. Und dann gehen wir das Lager ausräumen. Ja, okay, passt. Hauptsache nicht schlechter. Solange es nicht schlechter ist, bin ich schon vollkommen zufrieden, glaub mir. Ich sag's mal so, ja, ich sag mal, selbst Full HD. Ich glaube, das siehst du mit dem menschlichen Auge, wenn es nicht gerade irgendwie auf einer kompletten Kino-Leinwand gestreamt wird, siehst du da, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Also, vielleicht noch, wenn du richtig, richtig, richtig guten, teuren Fernseher hast, dann vielleicht noch, aber sonst, glaube ich, kriegt das menschliche Auge davon nichts mehr mit. Aber hey, nichtsdestotrotz versuche ich die beste Qualität zu liefern, die ich kann. So, hier, schwere Kugeln können wir uns leisten. Sehr geil. Mörser ist durch. Das geht nicht. Rampsporen kann man noch machen. Stauraum, brennendes Öl. Das fehlt mir. Naja. Na gut, dann eben Rampsporenverbesserungen. Was soll's. Ja, das war's. Kann ich mir hier noch irgendwas Nices leisten noch? Die schon mal nicht. Nö. Okay. Gut. Damit haben wir alles geholt, was wir uns holen konnten. Ja, das Schiff sieht langsam echt schön aus. Gut. Und jetzt nehmen wir nämlich das Lager aus. Das letzte, was uns noch fehlt. Dann geht's ab zur Story. So, andocken. Okay, kriegen wir das Stealthy hin oder nicht? Mary, was sagst? Wie soll ich da überhaupt reinkommen? Da oben ist ein Ausguck. Probieren wir es erstmal da oben. Okay, ich glaube, ich sehe es. Da über den Stein. Ja, okay. Hab's gesehen. Gut. Erstmal sinken. Nee, 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 nee. Ich will nichts ändern hier. Moment. So. Und runter. Sehr schön. Also. Dann gehen wir da rein in die gute Stube. Ah, das führt genau zu dem Turm. Das ist doch schön. Wir riskieren mal nichts. Einmal runter schlafen, bitte.
Okay, wer hat die guten Schlüssel dabei? Niemand? What the fuck? Ja gut, dann kannst du die jetzt anschauen und lernen. So, jetzt habe ich Fallhöhe geschaffen. Jetzt kann ich failen. Okay, hier ist irgendwie... nee, warte, das will ich gar nicht. Hier ist irgendwie kein Schlüssel zu sehen. Wo ist der Schlüssel? Warte mal. Der Außenposten ist leer. Deswegen sehe ich keinen Schlüssel. Okay, ja, Moment. Dann hat sich's erledigt. Dann muss ich mich ja nicht anstrengen. So viel dazu. Check ich jetzt nicht. Wieso ist denn der leer? Ah, Leute. Nee, falsche Waffe. Moment. Ja, das Läuten wird nichts. Da ist nichts mehr zum Läuten. Mann, wie ich diese kleinen Viecher da hasse mit ihren scheiß Dolch. Warte mal. Ja, machen wir es mal auf die Art. Aua. Ja, einmal niedergepiekst. So, haben wir es dann. Was ist mit dir? Naja. Ah, das war ein Zivilist. Ja, Moment. Er hat so viel gesehen. Er musste sterben. Okay, gut. Lass mich mal kurz klarkommen hier. Wo bin ich überhaupt? Was wollen die von mir, dass ich hier tue? Da hoch. Okay. Schade, dass der Außenposten leer ist. Ich wollte hier Materialien holen. Aber wieso ist denn der leer? Ist es vielleicht, weil ich damals angedockt habe und dann wieder gefahren bin? Und deswegen ist es leer, weil die dann quasi gesehen haben, oh, der wollte angreifen oder so. Und unser Wohlstand ist gestiegen. Das wäre ja mega kacke. Na gut, machst du nichts. Da machst du nichts. Da machst du auch nichts. Na, holen wir gleich. Wieso ist denn das hier so komisch alles irgendwie oben, unten irgendwie so komisch verteilt irgendwie? Ich weiß auch nicht. So. Die holen wir später. Wie komme ich denn da hoch überhaupt? Naja, hier wieder über die Bäume. Mein Gott. Ich sag's dir, ich bin so froh, wenn wir mal mit dieser Assassin's Creed 3 Ära Spiele fertig sind. Mit Bäume und Segeln und dem ganzen Geschieß. Ich will einfach nur noch eine Stadt haben und einfach in der Stadt rumlaufen. Ich sag's dir. So, fehlt eigentlich nur noch das hier und dann das Zeug da drüben und das eine scheint, die was halt geflogen ist. Okay. Ist hier eine Höhle? Cool. Oh, muss ich hier sogar lang? Kann das sein? Cool. Okay. I take that. Nein, schade. Gut, Shanty ist aber wieder gespawnt. Das habe ich gerade gesehen.
holen wir uns das gute Ding. So. Bitte nicht triggern da oben. Lass mich erst da hochkommen. Okay, hat nicht getriggert, sehr gut. Jawohl. Okay, dann fehlen uns nur noch die zwei Sachen. Und dann geht's endlich weiter mit der Story. Yeah. Wo muss ich überhaupt da lang? Dein Scheiß Ernst, Junge. Moment. Oh. Moment. Ich wollte ihn eigentlich cool abschießen, aber selbst das wurde mir nicht gegönnt. Weil ich nachladen muss. So, das wollte ich machen. Jetzt geh doch da hoch. Mein Gott, was ist denn heute los mit der Steuerung? Jetzt geht's mir aber langsam dann echt auf die Nerven. So, mitnehmen. Ach, das geht nicht. Natürlich geht's nicht. Oh, Medi. Wie lange brauchst du noch, um dein Sniper-Spiel durchzuspielen? Erzähl mir was. Tell me. Tell me more. Dann schießen wir die Hand ab. Wenn das schneller geht. Nehmen. Gut, nur noch das Ding hier oben. Wie zur Hölle soll ich da hoch? Aha. Ich habe eine Vermutung. Als ob ich hier an dem Baum nicht vorbei kann. Ne. Ne. Das ist eine Frechheit. Hm, wir sind Entwickler. Wir packen da einen Baum hin, dann muss er auch mal außen rumlaufen. Hm. Ah, okay, er ist angefangen. Ich verstehe. Ah ja, das ist das Lego-Game noch, oder? Hat das immer noch nicht bekommen. Ich dachte, du warst schon fertig damit. Gut. So weit, so gut. Ich glaube, wir sind hier soweit erstmal fertig. Wir haben es geschafft, den Nordatlantik vorerst einmal zu clearen. Fehlen noch ein paar Granaten und noch ein paar Schatzkarten, aber sonst sind wir eigentlich so weit hier durch. Das ist eine richtig geile Leistung. So, und jetzt gehen wir eine Story-Mission machen. Nach gefühlt 300 Jahren, aber irgendwann geht's dann doch mal weiter. Ah, okay, Kart Rider Drift. Ich sag mir tatsächlich gar nichts. Ich sag irgendwie so ein Mario Kart oder so, aber das macht ja keinen Sinn. Ist es irgendwie so mit irgendeinem Franchise zusammen oder ist es einfach irgendwie ein random Kart-Spiel? So, Kollege, halte die Freunde in der Nähe. Ah, Master Cormac.
Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen Sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Und das Volk... Okay, explosiv, nicht verstehen. Wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken. Ich sehe mir das an. Hab Dank. Hope. Hoffentlich nicht du. Ich wollte gerade sagen, das war doch die eine Frau. Ja, ich denke mal, das wird Hope sein. Franklins Haus erreichen. Die werden bestimmt grantig, wenn ich dahin laufe, ne? Also lassen wir es sein. Und laufen irgendwie hier rum. Explosiv. Der Boss will, dass Franklin seine Ruhe hat. Okay. Irgendwo ist hier ein Assassino am Start. Ich kann die doch einfach Action machen lassen. Mach sie kaputt, Junge! Wohl, bam! Ach Gott. Ich setz auf meinen. Okay, never mind, jetzt sind auf einmal so viele da. Ja, verloren. Geh, nächste Runde. Ich setze auf den da. Apropos, sind irgendwelche Parallelsachen noch? Nee. Also zumindest wenn, dann habe ich dich schon verkackt. Jawohl. Ein niedergemäht. Komm, nimm noch einen mit. Mindestens. Ich sehe so schlecht. Okay. Der ist dran. Okay, komme ich da jetzt ohne Probleme hin? Ja, der spaziert hier nur durch die Gegend. Aber sonst... sollte das machbar sein. Jo, easy. Shay, wie schön euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitte schön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Oh, wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Natürlich. Das war zu einfach. Hope, was treibst du bei dieser Bande, die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Oh, ist das jetzt der Granatenwerfer? Hätte ich eine Mission mehr machen müssen? Nein. Scheiße. Ja, nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ja, ich hätte gesagt Alkohol und Nutten. Aber Schießpulver ist auch okay. Okay. Sehr mächtig. Seid vorsichtig damit, Master Cormac.
Unsere Spione sagen, das Gerät könne zugleich bestimmte Befestigungen einreißen und mehrere Feinde treffen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle schlafen sofort ein. Wir sollten die neue Waffe testen. Schießt auf die Tür. Ja. Granatwerfer. Da sind wir doch. Der Granatwerfer ist eine starke Fernwaffe, die Splitter, Berserk und Schlafgranaten verschießen kann. Granaten können in Gemischtwarenläden gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Splittergranate. Wo ist denn das? Ach da. Das müsste die Splittergranate sein. Jawohl, Junge. Gib ihm. Erstmal Noob-Tuben. So muss das. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken richten, die sie benutzen wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlaf. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New Yorks verseuchen oder töten. Ich verstehe. Dann ist das mein erstes Ziel. Seid vorsichtig, Master Cormac. Wir glauben, die Inhaltsstoffe sind höchst instabil. Umso besser. Perfekt, macht's bumm. Alles klar, wir haben noch Parallelsachen. Wir haben 3 Wachen mit einer einzigen Granate töten und 10 Wachen schlafen legen. Okay. Dann tun wir dies. Okay, ich bin jetzt echt gespannt auf den Granatwerfer. Ich hätte eine Mission mehr machen sollen. Ich hält, dann hätten wir jetzt den Nordatlantik schon fertig. Aber ist ja wurscht, machen wir jetzt gleich fertig. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay. Erstmal die da hoch. So, also Wachen schlafen legen. Da steht aber nicht dran, wie schlafen legen. Das heißt, wir machen das so. Wie groß ist der Einschlagradius? Das müsste beide treffen. Probieren wir es mal. Oh, nein. Falsche Granate. Das war die Berserker-Granate. Oh. Ja, na gut. Ach gut. Das war jetzt nicht so geplant, aber hey. I mean. Ah. Perfekt. Da kommen 2 Kollegen und. Hui! Bam, Junge! Okay, aber ich muss echt aufpassen. Ich muss ja 3 auf einmal erledigen. Warte mal. Noch ein paar Granaten mehr. Schlafe, Berserkerpfeil. Oh, ich kann die jetzt noch nicht herstellen. Alles klar. Das heißt, ich muss jetzt echt aufpassen. Beziehungsweise so eine Truhe mitnehmen. Das wäre ja möglich. Warte mal. Let me test something. Wenn ich das aufsammle, dann müsste ich ja Granaten kriegen, oder? Komm, enttäusch mich nicht. Ah, sehr gut. Okay. Oh, 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 oh. Ja, sofort. Schlafen. Das sind nur 2. Ich brauche 3. Ich brauche unbedingt 3. Was könnte ich da tun? Wie kriege ich hier 3 Stück hin? Und die sehen nichts? Ich wollte jetzt sagen. Naja, bam. Gasmaske. Da stehen gerade 3. Fuck. Jetzt geht er runter. Nee, das ist hier gerade irgendwie nicht so optimal, wie ich mir das vorstelle. Schlafen.
Das ist echt schade, weil hier sind überall nur zwei Leute. Das ist ja mega kacke. Wie soll ich das am besten tun? Ja gut, jetzt kommen da zwei angerannt, aber... Ja, die helfen mir auch nicht weiter. Das Problem ist, ich bin jetzt hier eingesperrt. Ist der runtergesegelt, der Typ? Naja, dann nehmen wir mal die beiden aus dem Gefecht schon mal raus. Wie kriege ich hier drei Leute auf einen Fleck? Ohne sie irgendwie zu triggern und hinter mir herrennen zu lassen. Ja, eigentlich war es dumm, dass ich hier so viele Leute... Ich muss ja erst schlafen legen. So, noch vier. Warte mal, ich brauche mehr Schlafpfeile. Alles kompliziert hier. Schlafpfeile. Gönjamin. Mann, dass man hier nicht auswählen kann. Mach alles voll oder so, ne? So ein Schwachsinn. So, jetzt aber. Okay. Gut, dann legen wir halt noch einen schlafen. Das ist auch in Ordnung. Warte mal. Und zwar dich. Was bist du denn für ein Frechdachs? Ja, den bin ich auch gespannt zu hören. So, Nummer 9 und einen noch. Du da hinten bist der Auserwählte. Und schlafen. Gut. Die 10 haben wir beisammen. Jetzt brauchen wir irgendwie den dritten Mann an der Seite. Machen wir das so. Und dann versuche ich die alle zu triggern. Ich glaube, anders geht es nicht. Ich meine, ich muss ja nicht stealthy sein. Genau, du kommst und die beiden kommen. Perfekt. Warte mal. Nee. Oh ja, sehr gut. Warte mal. Nee. Komm mit. Oh nein, die haben sich selbst ausgeschalten. Dein Ernst? Die haben sich mit ihrer eigenen Granate gekillt? Och Gott, sind die blöd. Okay, warte mal. Nein. So, einmal so. Hey, wieso kann er mich angreifen? Hey, Frechheit. Und töten. Hat's gezählt? Nein. Okay, alle drei. Jetzt hat's gezählt. 8 Wachen mit Granaten töten, alles klar. Nice, haben wir gemacht. 3 Gegner mit Granaten töten, haben wir auch gemacht. Gut, da sind jetzt gerade ein paar Sachen geploppt. Wunderbar. Okay, ging halt nicht anders. Wunderbar. So. Und dann machen wir jetzt die Mission hier weiter. Und kaputt. Ich muss hier raus, oder ich bin so gut wie tot. Jo. Renne. Aua. Na, jetzt steh auf, Shay, komm. Renne. Da bin ich davon geflogen, Alter. Wie so ein scharfer Jet. Oh, ist das der Teil New Yorks, der dann an Assassin's Creed 3 verbrannt und kaputt ist?
Und dann hört es hier auf. Okay, nee, es hört hier auf. Schade. Ich dachte, wir waren dafür zuständig. Ah, welch herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aus sehen. Das nimmt diesen Schurken den Mut. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Shay, richtig? Ich gratuliere. Was bist du für ein fancy Typ? Befreit. Ich bin Jack Weeks und das William Johnson. Bei ihm weiß ich es nicht, aber ich bin... Mit grünen Brillen? Ganz meinerseits. Es ist schrecklich staubig hier. Ich wette, Shay erzählt uns von seinen Abenteuern bei einem Pint. Hey, die erste Runde geht auf den Colonel, hä? Stimmt etwas nicht, Master Cormac? Nur ein bisschen verwirrt. Ich muss Gas eingeatmet haben. Ein Ale wird euch gut tun. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Haben wir gemacht. Haben wir auch gemacht. 100%. Wundergeil. Und somit Sequenz 3 abgeschlossen, meine ich. Schauen wir mal. Und? Ploppt's? Ploppt's nicht? Ja, da. Neue Freundschaften. Sequenz 3 abschließen. Wunderbar. Wundergeil. Jetzt mal einen Apfel snacken. Ein Buch. Super. Vom Colonel. Verehrter Master Cormac, verzeiht die Kürze meines Schreibens, aber es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Ihr habt der Templer-Sache eure Verbundenheit und Findigkeit bewiesen und das trotz und vielleicht gerade wegen eures Assassinen-Ursprungs. Das Manuskript, das die Assassinen suchten, war schon länger in meinem Besitz. Ich nahm es, als meine Männer euch fanden. Der Großmeister selbst beauftragte mich, seine Bedeutung zu ergründen. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Ich übergebe sie an euch, Master Cormac. Es gibt niemandem, dem ich mehr vertraue. Heute verlasse ich Fort William Henry. Eine schlecht gerüstete Garnison, umgeben von feindlichen Indianern und der französischen Armee. Wir haben Verstärkung angefordert, aber ich bezweifle, dass sie rechtzeitig eintrifft. Ich hege keine Illusionen über den Ausgang unseres Widerstandes. Ich übereigne mein Leben der britischen Armee und meine Seele dem Vater des Verstehens. Ergebenst, Colonel George Monroe. Das Ruder der Morrigan übernehmen. Ja, das werden wir gleich tun. So, wir nehmen jetzt mal die Kohle hier mit. Können wir Sachen gerade anfertigen oder müssen wir dafür wieder an Land gehen? Wir können es machen. Beutel für Schlafgranaten können wir machen, tun wir machen. Bessere Granatenwirksamkeit können wir machen, machen wir. Und Splittergranatenwirksamkeit. Wunderbar. Und das war's. Hey, immerhin. Haben wir hier neue Missionen jetzt verfügbar. 7 gekaperte Schiffe. Ah ja, ich hab da noch was. Meine Flotte. Von mir ist auch meine Flotte. Verkaufen. Oh. Schiff aus der Flotte verkaufen. Nehmen wir doch den hier weg. Bestätigen. Schiff verkauft und dafür den mitnehmen. So. Oh ja, es ist ein zweiter Balken frei. Wunderbar. Neue Schauplätze würden durch das Voranschreiten. Also, nee, doch nicht. Okay, dann noch nicht ganz. Aber bald.
Gut, dann ab ans Ruder. Guten Tag, Männer. Captain Andaluda. Wunderbar. Wir sind ja wieder da, wo ich eh hin wollte. Wunderbar. Der Colonel ist in Not. Was meint ihr damit, in Not? Er sitzt in Fort William Henry. Mit schlechten Karten. Hoch mit den faulen Ärschen, Leute! Auf eure Posten! Wir lichten den Anker! Okay. Also, nee, er labert noch weiter. Sorry. Ein Tropfen, Captain. Aber wusstet ihr, dass wir uns nun ein Jahr kennen? Ein ganzes Jahr! Ihr ändertet mein Leben zum Besseren. Ihr werdet verzeihen, dass ich schon ohne euch gefeiert habe. Ein ganzes Jahr. Gist? Ich habe eine Frage. Seit wann habt ihr von meiner früheren, nun, Anhängerschaft gewusst? Oh, ihr meint die Assassinen? Das weiß ich schon ewig, Shay. Ich bin betrunken, aber nicht blind. Oder glaubt ihr wirklich, ich nehme an, ihr wärt einem mörderischen Zirkus entflohen? Warum sagtet ihr nie etwas? Nun, der Colonel wollte, dass wir das Thema meiden, damit, wisst ihr, eure Entscheidung nicht beeinflusst wird. Ihr habt mein Leben aus reiner Selbstlosigkeit gerettet und zahllosen anderen geholfen. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich euch schon vor Monaten zum Templer gemacht. Wem steht das zu? Monroe erwähnte einen Großmeister. Oh ja, der Großmeister des Kolonialritus. Ihr würdet ihn mögen, Shay. Sein Vater war Assassine. Wirklich? Sehr gut. Er hat was zu erzählen. Was gibt es noch? Wie viele Überläufer gibt es eigentlich? Von Assassinen zu Templern. Das ist doch echt traurig. Oh, Schnellreise nicht verfügbar. Gut, dann müssen wir halt selber hinsegeln. Ja, vielleicht wird die noch, gemacht. Die Verstärkung bleibt aus. General Montcalm hat für König Ludwig einen Weg quer durch die Kolonien gezogen, nicht wahr? Ich wünschte, er bliebe zu Hause bei seiner Mätresse. Seiner oder Ludwigs? Beider, wo die des Königs sicher vorzuziehen ist. Für wahr? Madame O'Murphy soll äußerst bezaubernd sein. Eine O'Murphy in des französischen Königs Bett? Jetzt wird klar, ihr veralbert nicht. Da, Seekampagne. Neue Mission für die Seekampagne verfügbar. Wunderbar. So, haben die sich jetzt ausgelabert? Kann ich mich jetzt teleportieren? Ja, jetzt kann ich mich teleportieren. Wunderbar. Mein Gott. 3 Jahrhunderte labern. Gut, das heißt, wir starten gleich mal die Seekampagne und gehen das erste Zeug holen. Und das trifft sich ja ganz gut, dass wir in dem Gebiet sind, weil dann können wir hier auch gleich bleiben. So, Seekampagne. Dann zeig mal her, was wir hier haben. Kubanische Bergung freischalten, Mission in Havanna abschließen. Okay, dann tun wir das. Erstmal hier wieder die Sicherheit erhöhen. Ja, und perfekt. Schlacht beginnt, Schlacht beendet. Oh, jetzt ist es hier mit Doppeldingern. Okay, kein Thema. Machen wir nochmal. So, reparieren. Und los geht's. Schlacht überspringen. Beste Funktion, ey. Das wäre so schön bei Black Black gewesen. So, jetzt Havanna. Der passt nicht. Und los geht's. Und das dauert 15 Minuten knapp. Wunderbar. Kriegen wir hin. So. Nein. Jetzt geht er hoch. Ein Wolf. Guten Tag. Hä? Noch einer? Ach da. Yay.
Und Mandy, wie läuft's bei dir? Komm, fahr an, mach Fortschritte. Wie viele Headshots hast du verteilt? Mann, jetzt lauf doch nicht immer da hoch. Und drauf. Nein, mein Gott. Dann schauen wir mal, was hinter Tür Nummer 1 ist. Ding dong. Exzellenter Stauraum für Mörserkugeln. Geil. Das ist gut. Mörserkugeln habe ich gern. Nächstes. Ja, dann ist es auf jeden Fall gut, ja. Das wäre ja schlimm, wenn du einmal verschießt und dann die ganze Mission neu machen müsstest. Das wäre echt krass. Also da gibt's so, also das Spiel Dead Space, weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber um da die Platin zu kriegen, musst du halt das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielen. Und da ist es so, wenn du einmal getroffen wirst von irgendwas, bist du tot. Und du darfst halt nicht sterben. Sonst bist du permatot. Also quasi ein No-Hit-Run. Das ist echt krass. Also wer da die Platin hat, echt Hut ab. So, wo ist denn das gute Ding? Ja, guten Tag, Wolf. Ignoriere dich mal, Wolf. So, Tür Nummer 2. Wir klopfen an. Und boom. Oh, daneben. Daneben angekloppt. So ist besser. Und auf damit. Na komm. Jetzt sag mir nicht, weil der Wolf da hinten noch Ärger macht. Ernst jetzt? Ja, dann komm doch her. Warum steht doch gar nicht hoch, du Depp? So, hier. Bam. Arschloch. Erstmal zerfetzt den Jungen. Sniper Elite 5, ist das das Neueste? Oder was ist denn das Neueste eigentlich bei denen? So, letztes Ding. Andocken. Den Anker los! Der 5. Okay. Klasse, wie viele Teile es da schon gibt. Wie ist da so die Grafik von dem Teil?
Muss ja richtig gut sein dann, oder? Warte mal, ich hab da so eine Idee. Schlafenszeit! Fünf Gegner gleichzeitig mit einer Schlafgranate ins Reich der Träume schicken. Danke, danke. Und es gibt nochmal das gleiche mit Berserker-Granate. Das können wir doch gleich ausnutzen. Machen wir doch das gleiche nochmal. Oh, Moment, ich habe keine Berserker-Granaten mehr. Uno momento. Por favor. Berserker-Granate. Ja, eine reicht, würde ich sagen. So, und das gleiche Spiel nochmal und patsching, spontane Wikinger. Fünf Gegner gleichzeitig. So habe ich das doch gern. Gab es da nicht noch irgendwie was mit einer Abstergo? Warte mal. Nein. Gegner mit allen Waffentypen eliminieren? Nein. Nee, gab's nicht. Okay. Na, ja, was für Waffentypen fehlen mir dann noch eigentlich? Ich habe jetzt die Granaten. Ich habe jetzt Schlafgranaten, Berserker-Granaten, alles Granaten. Was fehlen immer noch? Waffentypen. Komisch. Naja. Danke, Medi. Oh wow, jetzt habe ich da Sachen bekommen, aber nicht das, was ich brauche. Danke, Spiel. Danke für nichts. Ich brauche Splittergranaten. So. Und dann. Halt, ich muss da gar nicht lang. Und los geht's. Ja, nee, warte mal. Hier war doch irgendwo ein Eisbär noch irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo hier in der Nähe. Ah, nee, doch nicht. Okay. So, Splittergranate, Tür Nummer 3 und gib ihm. Wunderbar. Kaching, Fogo erledigt. Und exzellente Eisbrecher-Rammsporen. Okay. Got that. Ja, dann sind wir jetzt wirklich offiziell hier fertig, bis auf das ein oder andere Zeug, was wir noch bekommen werden. Ansonsten, ich schau mal schnell eben, ob ich hier irgendwo noch einen Schatz zum Ausbuddeln hab. Jep, in der Tat. Wir haben in Röppis noch was. Und zwar da ganz unten. Die Schatzkarte haben wir mittlerweile auch. Nee, ich will andocken. Oh, ich bin weiter weg. Wer meint? Die werden mich doch sowieso angreifen. Ramm-Ansturm. Der Eisbrecher-Rammsporn ermöglicht einen Ramm-Ansturm auf Feindschiffe. Der gewaltigen Schaden anrichtet Ramm-Ansturm L2 und X tippen. Ja. Das ist das, was man bei Black Flag ganz am Ende bekommen hat für die legendären Schiffe. Was kriege ich dann hier für legendäre Schiffe? Kann ich denn fliegen oder was?
Scheiße. Andocken. Eigentlich bin ich dumm, ich hätte auch einfach zum Flugpunkt mich teleportieren können. Nein. Das ist auch schon wurscht. Von oben auf sie drauf springen, aber dann halt so. So, irgendwo hier hinten am See. Halt, da war's. Gut, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da ist auch alles. So, was fehlt uns noch? Das ist auch durch. Da ist noch ein Schatz. Also, das kann ich noch nicht haben. Was haben wir hier noch? Gut, das kann ich auch noch nicht haben. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir hier, glaube ich, hier durch. Aber gab es da nicht eine Trophäe für irgendwie alles hier erkunden oder so? Bandenhauptquartier oder Navierung, Morrigan. Nein, nein, nein. Nee. Da, alle Berge und Eishöhlen der Eingeborenen abschließen. Ah, die Berge fehlen mir dann wahrscheinlich. Die werden dann in dem anderen Gebiet sein. Das macht Sinn. Mhm, okay. Gut, sehr gut. Dann sind wir soweit fertig. Dann machen wir wieder weiter Story. Ich will jetzt ein bisschen in der Story vorankommen. Wo müssen wir denn hin? Ah, wir müssen nach River Valley. Ja, das ist doch ein Zufall. Okay. Wo gehe ich denn am besten hin? Hier? Dann kann ich das gleich erobern. Ja, komm, machen wir das doch. Dann erobern wir gleich das Zeug da und dann schauen wir weiter. Also den Sklavenhändler töten, den Bandanführer finden und töten und die Flagge der Bande streichen. Gut. Oh, die sind jetzt schon böse auf mich? Okay. Naja. Keiner hat gesagt, ich muss das Stealthy machen. Nee, falsche Taste, Entschuldigung. Das will ich. Hä? Na wo denn? Come at me, bruh. Ah. So viel dazu. Oh, Siegkampagnen-Sieg. Ja, dich brauche ich. Nein, 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 Kollege. Was, Maske? Nein, ich hab doch. Nein! Hinterher. Ah! Wenn in einem Moment alles schief geht, ne? Wie ich das liebe. Wo ist der Arsch jetzt hin? Irgendwo da hinten. Zu langsam. Stop you!
Gut, den ersten haben wir erledigt. Oh. Kann ich mal meine Waffe nachladen, bitte? Gut. Weiter geht's. Fahne. Na komm, auf da, hopp, hopp. Hoppadi, hoppadi, hopp. So, und jetzt den Bandenanführer. Wo ist der Gute? Das ist ja ein Zufall. Guten Tag, der Herr. So. Mein Gebiet. Also, was haben wir hier? Wir haben Ash Creek. Und Red Bank, das war's, in dem Gebiet. Ist ja easy. Den Rest habe ich schon gemacht. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir nicht jetzt. Sondern wir segeln jetzt nach da drüben. Was fehlt uns hier eigentlich? Ah, das ist eine Siedlung. Ja, okay, die können wir theoretisch auch noch übernehmen. Die ist ja sowieso von hier darüber zu erreichen. Dann machen wir das. Einkünfte gestiegen auf 18.271. So, dann übernehmen wir die Siedlung und dann geht's zu der Hauptmission weiter. Wir haben 14 von 16 Zonen eingenommen. Ja. Reparieren. Gut. Einkünfte gesteigert. Das werde ich nicht überleben. Oder doch? Doch, da ist doch so ein Ding. Easy. Dann fahre er mich auf die andere Seite. Gut, den französischen Pulverreserven zerstören, Signalfeuer entzünden, französischen Anführer auswendig machen und töten. Ist klar, das hört sich machbar an, würde ich sagen. Oh. Oh. Moment. Jetzt schieß, wenn ich's dir sag. Und drauf da. Signalfeuer. Erledigt. Auch wenn das sinnvoller wäre, das eigentlich zum Schluss zu machen, aber hey, ich bestimme nicht die Regel. Gut. Wo ist der Anführer? Versteckt er sich? Der muss ja in dem Gebiet hier sein. Ist ja nicht umsonst der grüne Kreis. Aha. Gefunden. Na komm, ein Stückchen näher, mein Freund. Na, so ist gut. Der erste zum Warnschuss. Gut, nur noch die Pulverreserven. Und
Te laisse rapatiner. Mann, nicht so eine wieder. Oh, Moment. Da habe ich eine Lösung. Er ist jetzt echt runtergeklettert. So ein Depp. Eine Siedlung. Oh ja, sehr schöne Sachen. Gut, 5 von 8 Siedlungen befreit. Das ist doch auch schon mal etwas. Dann haben wir da noch eine Taverne am Start. Die machen wir auch. Haben wir hier noch irgendwas? 2 Aktivitäten und 1 Renovierung. Interessant. Dann habe ich da eine Vermutung, was die andere Aktivität noch ist. Ja. Ein bisschen rumschlägern hier. Tolle Kameraführung. Den Kameramann bitte feuern. So, und du bist das Letzte. Wunderbar. Tatsächlich, eine von 2 Aktivitäten. Zurzeit keine Information. Oh. Okay. Kann nicht. Dass sowas geht überhaupt? So, genau, das war die andere. Jagdherausforderung. Dann schauen wir doch mal, was die uns zu bieten haben. Schwerter und Pistole, bitte. Okay, erstmal die Schwerter. Jetzt die Pistolen. So. Das Faszinierende bei dem Spiel ist, sobald du ein bisschen die Story gemacht hast und dir dann wieder neue Sachen freischaltest, wirst du wieder komplett abgelenkt von den ganzen Nebenaktivitäten. Mein Gott, ey. So, was will er von mir? Sammeln Sie Rotwildfälle in der erlaubten Zeit. Alles klar. 5 Minuten für 5 Fälle. Das kriegen wir hin. So, wo sind wir denn? Da ist eins. Meins. Da ist noch eins. Da hinten ist eins. Na, das hat nicht gereicht. Schade. Okay. Wir holen mal das, was wir haben. Ja, du sagst es. Ey, ich habe echt Sorge vor hier Ding. Odyssey, Origins und Valhalla, ne? Ich sag's dir, ich werde mit den Spielen nie fertig werden wahrscheinlich, weil die einfach so groß sind und so viel zum Sammeln haben werden. Dem sein Scheiß ernst jetzt? Gut, dann nehmen wir den. Oh, ich habe doch 2 erledigt. Cool. Nice. War wohl ein Streifschuss. Gut, 2 brauchen wir noch. Hey, what the fuck? Hm, hallo Eichhörnchen. Irgendwo da vorne. Oh, hier ist ja ein Jagdstand. Praktisch. Da. Da, 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 da. Komm mal wieder her.
Oh, da ist noch eins. Hallo. Hallo there. Das ist nichts Persönliches. Ich hab dir nur dein drittes Arschloch geschossen. Ah, einer noch. Du kannst davon rennen, aber du kannst mir nicht entkommen. Gut. Wundergeil. Prozent, das sehe ich gerne. Und so kam. Gut. Und fehlt nur noch die Renovierung. So, rennen. Komm. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Ja, komm. Und fertig. Wundergeil, Greystone, komplett fertig. Okay. Ja, ich bin gespannt, weil es ist ja auch ein ganz anderes Spielstil. Es ist ja nicht mehr so wie jetzt, sondern ist ja mehr RPG-lastig. Du machst ja irgendwie nur so halber Schaden oder bist zu overpowered. Irgendwie so. Ganz schlecht erklären, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Deswegen bin ich da gespannt, wie das dann im Endeffekt ablaufen wird. Warte mal, was fehlt uns eigentlich in dem Gebiet nur noch? Das eine vor, das Bandending und das vor da hinten. Naja, gut. Alter, okay. Ich muss dem Verlangen widerstehen, dieses Gebiet zu erledigen. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, da habe ich noch gar nichts entdeckt bei dem Gebiet. Da war ich auch noch kurz angereist. Wahnsinn. Am liebsten würde ich einfach überall hinfahren und alles machen. Naja. So, wir düsen jetzt erstmal darüber und dann schauen wir weiter. Na, weiter geht's. Nach da lang. Warte mal, die Mission war, glaube ich, noch erledigt. Bevor es weitergeht. Die Seekampagne. Genau, kubanische Bergung und Carrick Fergus. Gut, irische Flagge freischalten, Mission im Carrick Fergus abschließen. Halt, ich muss erstmal die Risiken minimieren. So. 100%, los geht's. Gut. Und nochmal. Ja, okay, ja, das ist schon gut, aber gab's, jetzt musst du mir sagen, gab's diese 100% Missionengeschichte? Also, dass du diese optionalen Sachen erledigen musst für die 100% Mission? Ja, das ist ja das, was mich eigentlich so abfuckt. 35 Minuten, okay. Nein, nicht mehr, okay. Gut, immerhin etwas. Immerhin etwas. Weil, das fand ich wiederum bei Mirage gut. Weil die haben es auch nicht gehabt. Und du konntest halt die Mission so angehen, wie du es willst. Es gab 1000 verschiedene Angehensmöglichkeiten. Und da habe ich richtig, richtig viel Spaß gehabt an den Missionen. Und hier ist es so, wie gerade bei der letzten Mission. Hey, du musst 10 Leute schlafen legen und du musst 3 Leute mit einer Granate töten, weil sonst schaffst du es nicht. Und sowas ist halt nervig. Ich finde lieber diesen Freiraum. Deswegen fand ich auch bei AC2 auch noch so gut und bei Brotherhood wieder so langweilig mit den Missionen, weil diese Vorschriften dann alle kamen. Es ist irgendwie dann, keine Ahnung, ist zwar gut gemeint, ist eine extra Challenge, aber ich find's scheiße. Dann verlegt die Challenge auf was anderes.
Keine Ahnung. Meine Meinung. So. Also hier sollen wir hin, ja? Nee. Doch, passt. Der dockt automatisch. Truhen 2, Sammelobjekte 3, Aussichtspunkte 1 und eine Aktivität. Ich verstehe. Okay. So. Warte, ich würde noch mal eine kleine Pause einlegen wollen. Und dann bewegen wir uns Richtung Hauptmission. Jetzt aber wirklich. Ich gehe nicht nochmal zurück zum Schiff. Versprochen. Also Leute, bis in 2 Minuten. Bis gleich.